Kitzbühel Hahnenkammrennen 2024. Ein Wochenende voller Kontraste. Wir blickten nicht nur auf die Streif, die Party, sondern auch mitten in die Natur, denn wir waren sowohl selbst beim Powdern als auch beim Hahnenkammrennen am Start. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video direkt aus Kitzbühel. Hier ist munteres Treiben, denn die Profis fahren sich gerade ein für die legendäre Abfahrt am Hahnenkamm, die Streif runter. Und wir nehmen euch ein bisschen mit durchs Skigebiet und natürlich nehmen wir auch alles mit, was das Hahnenkammrennen so zu bieten hat. Hahnenkammrennen-Wochenende in Kitzbühel, dementsprechend voll ist der Parkplatz schon um 8:30. Da drüben ist die Piste gesperrt, weil sich da eben warm gefahren wird. Noch ist es ein bisschen früh, aber da wird der ein oder andere Profi auf jeden Fall zu finden sein. So schaut das Ganze aus. Mittlerweile alles um einiges stärker abgesperrt als noch vor ein paar Jahren. Noch ist aber keiner da. Wir nutzen die Zeit, um die wunderschönen Blicke zu genießen und ein bisschen das wuselige Treiben an der Fleckalmbahn aufzunehmen. Ihr werdet lachen, die Profis kommen standardmäßig ganz normal mit der Fleckalmgondel hochgefahren, fahren sich dann am Ochsalmlift warm, bevor sie dann rüberfahren Richtung Hahnenkamm und Starthaus. Der Heli fliegt schon im Hintergrund. Da kommt er geflogen. Es ist ein absoluter Traumtag heute, dass wir sowas fürs Hahnenkammrennen haben dürfen. Ist schon fast eine Frechheit, so schön. Wir nutzen die Traumkulisse für ein paar Tiefschneeschwünge, denn nur beim Sportevent zuschauen ist ja auch nichts. Und es war wirklich ein absoluter Hit und fast niemand im Gelände unterwegs. Heute sind absolute Traumbedingungen, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich habe ja nur die Pommes dabei, aber auch mit denen geht es im Gelände, wenn man will. Und ja, die Rennfahrer haben natürlich auch mega Wetter heute. Zum Rennen direkt nehme ich euch nicht mit, aber später natürlich zur Siegerehrung und zum ganzen Geschehen drumherum. Und wir zeigen euch auch die rennfertige Piste direkt nach dem Rennen. Das wird auch noch richtig gut. Und jetzt würde ich sagen, genießen wir erstmal noch ein bisschen den Tag und diesen Schnee. Was für ein Glück. Wie geil ist denn das? Gestern ist gar keiner gefahren gefühlt. Also weil es hat gestern nicht geschneit. Das muss alles noch vom Donnerstag sein. Und es ist noch richtig viel übrig. Jetzt geht's ab auf den Schwarzkugel heute. Allerdings ohne Tourenski. Ist ein bisschen mehr Leiden. Ohne Fälle muss man ein bisschen mehr am Grat gehen. Haben wir es aber auch bald geschafft. Und dann geht's ab nach Powderhausen. Das wird richtig edel, glaube ich. Was für ein Ausblick. Und mein absolutes Lieblingseck. Kleiner und großer Rettenstein. So schön. Und der Schnee glitzert. Unglaublich. Die letzten Meter. Da sieht man das Kreuz schon voll schön. Yay, geschafft! Und ums Arschlecken kann ich euch das Gipfelkreuz nicht verlassen präsentieren. Aber hilft nichts. Schön ist es ja trotzdem. Ja, das war echt eine spontane Aktion jetzt. Die anderen zwei muss ich noch ein bisschen warten. Dementsprechend heißt es jetzt, Brotzeit in der Sonne könnte schlimmer sein. Wir haben den Gipfel diesmal überschritten, was auch bedeutet, dass man die ersten 200 bis 300 Höhenmeter am Kamm entlang fährt. Das sieht ziemlich spektakulär aus. Man kann es gar nicht so gut rüberbringen, wie es in echt aussieht. Aber ich glaube, ihr könnt es euch schon einigermaßen vorstellen. Das geht auch bei größerer Lawinengefahr. Diesmal hatten wir Glück. Es war eigentlich nur Lawinenwarnstufe 2, überhalb von 2000 Höhenmeter. Dementsprechend war bei uns sogar nur eine Lawinenwarnstufe 1. Also richtig, richtig gut. Aber die Route geht auch, wenn es ein bisschen gefährlicher ist, solange man halt wirklich direkt am Kamm bleibt. Da ging es jetzt gerade den Grat entlang runter. Und der richtige Genuss, der folgt jetzt noch. Mit Powderhängen vom Feinsten.
Die Bäche sind immer noch offen. Das hat mir schon im letzten Video gezeigt. Hat sich nichts geändert. Schaut mal, wie wunderschön das einfach ausschaut. Ich meine, wir frieren zwar jetzt hier die Finger ab beim Filmen. Es ist bitterkalt heute, aber es ist so schön. Und jetzt kommt da gleich die Sonne raus. Hinter den Bäumen. Komm, zeig dich. Yes. Wow. Ist das geil. So, lala, oben ist immer. Wetter nach wie vor ein Traum, aber es ist bitterkalt. Sobald man die Hände kurz aus den Handschuhen draußen hat, frieren die Skier ab. Und ja, trotz der strahlenden Sonne habe ich mir, glaube ich, eine Blasenentzündung eingefangen. Tut scheiße weh. Macht gerade keinen Spaß, weil ich will auf jeden Fall ja noch zur Siegerehrung. Die anderen zwei haben schon abgebrochen. Und ich mache jetzt gerade noch die schöne Runde zu Ende. Es muss sein. Es geht einfach nicht oft genug, deswegen muss man die Gelegenheiten nutzen. Und dann hoffe ich, ich kann mich noch zur Siegerehrung schleppen, weil das ist schon immer ein richtig tolles Event auch. Oh Mann! So wunderschön ist es hier im Moment. Auch wenn ich es nur so halb genießen kann. Das ist jetzt erstmal die letzte Sonne. Kamera jetzt auch wieder ein. Schnelle Stärkung zwischendurch. Hier geht es doch noch zur Siegerehrung. Prost! Da ist sie, die Strahl. Hausbergkante. Und wir schauen jetzt mal zur Siegerehrung rein. Am Weg nach oben gibt es erstmal einige Eindrücke aus der Stadt. Da war die Party schon im vollen Gang. Und es ist schon wieder dicht in den Flieger. Alles egal. Es sind mehrere Bühnen aufgebaut, teils mit Live-Musik, teils mit DJ. Es ist echt die Hölle los zum Harlingen-Cabaret in Kitzbühel. Währenddessen die Party läuft, ist hier Pressekonferenz. Bin ich froh, dass wir da hoch dürfen. Jetzt strömt die Masse zur Siegerehrung. Dankeschön! Nach der Startnummernverlosung für den Slalom am Folgetag sowie der Siegerehrung von der Abfahrt gibt es immer das große Feuerwerk. Das habe ich euch aber in einem eigenen Video komplett ungestört festgehalten. Hier daher nur der ganz kurze Zusammenschnitt. Und dann bewegt sich die Masse wieder zurück in den Stadel, also in die Innenstadt von Kitzbühel, wo die Party dann weitergeht und sich teilweise natürlich auch auf einige Clubs, Diskotheken oder das Partyzelt aufteilt. Wir nehmen euch mit für noch ein paar weitere Eindrücke und dann gibt es auch noch die Rennstreckenbesichtigung, aber erst am Folgetag. In diesem Video allerdings. Ja, bitte.
Das war der vermutlich denkbar schlechteste Zeitpunkt, um sich mit dem Auto in die Masse zu verirren. Ich hoffe, die sind gut nach Hause gekommen. Und wir sind direkt in Itter gestartet, da es einfach der nächste Weg ist. Und mit den Schienen bei diesem Wetter durchs Skigebiet zu fetzen, ist natürlich schöner als mit dem Auto. Und ja, wir machen uns auf den Weg Richtung Kitzbühel, Richtung Streifabfahrt. Denn man kann die nach dem Rennen befahren, wenn man sich traut und die passenden Ski dafür hat. Und wir werden euch einige Abschnitte zeigen, denn das ist mehr als einfach nur beeindruckend. So schaut es dann nach Renngeschehen aus. Mal schauen, ob wir da überhaupt durch dürfen. Müll vom Vortag. Hallo. Die ist offen jetzt, oder? So, jetzt schauen wir mal von oben rein. Es ist echt schon gruselig zum nur hier dastehen. So schauen wir jetzt noch aus. Mal schauen, wie wir nachher ausschauen. So, start auf die Streife. Unsere Aktion war sehr spontan und ungeplant, daher hatte ich Ski mit nicht gerade besonders guten Kanten dabei. Habe ich etwas bereut, denn ansonsten wäre es, glaube ich, noch cooler geworden. Aber es hat ohnehin einen mega Eindruck hinterlassen. Hier ist ja der Sprung in die Mausefalle. Wenn die Profis da unterwegs sind, springen die mit ungefähr 140 Sachen rein. Also wenn man es im Fernsehen sieht, dann möchte man nicht meinen, wie krass es wirklich ist. Falls ihr das nicht respektiert, bitte fahrt nach dem Rennen hierher und probiert es aus. Am Pistenrand waren die Arbeiten immer noch voll im Gange. Die ganzen Sachen müssen natürlich auch wieder abgebaut werden. Und hier seht ihr einfach, wie das Eis glänzt. Also das ist nicht einfach nur Piste, das ist wie ein Schlittschuhplatz. Das ist unbeschreiblich, wie glatt, wie krass diese Abfahrt dann hergerichtet wird. Und ja, da merkt man auch gleich, auch wenn man sonst noch ganz guten Halt hat, aber wenn die Kanten nicht richtig gut sind, dann hast du dort überhaupt keine Chance mehr. Zwischen den Rennläufern fahren auch immer wieder Skilehrer und Helfer runter. Die rutschen seitlich ab, damit die Rennfahrer alle eine vergleichbar gute Piste haben. Das habe ich früher auch schon mal machen dürfen. Da hatte ich ja auch mal wieder große Lust drauf. Jetzt habt ihr gerade den Lerchenschuss gesehen. Hier kommt dann der Sprung in die Seidelalm mit Blick zur Seidelalm. Wow, dort kann man übrigens auch das Rennen anschauen. Ich weiß nicht, wie lange voraus man das reservieren muss, aber theoretisch wäre es möglich. Und hier seht ihr dann schon den Slalomlauf. Das war der erste Durchgang, aber ziemlich das Ende davon. Und direkt darüber die Hausbergkante. Da sagt man ja, dass die besonders selektiv ist für die Rennfahrer, weil die sehr viele Querschläge hat, das natürlich ziemlich zum Ende des Rennens ist und dann nochmal alles abverlangt wird, direkt bevor es ins Ziel geht. Damit möchte ich das Video auch schon wieder beenden. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und schreibt uns was in die Kommentare. Das hilft uns und freut uns natürlich auch sehr.